Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Romy und unserem Raoul. Das ist so süß, ne? Wir sind nämlich im letzten Part zusammengezogen. Wir haben ihn zwar auch erst im letzten Part so richtig kennengelernt, so romantically, aber... Ja, es ist passiert, ne? Und ich finde es toll. Was ist das denn für ein Wunsch, vom Blitz getroffen werden? Also, ihre Angst natürlich, aber I love it. Ich lieb's auf jeden Fall, dass wir jetzt hier endlich jemanden bei uns haben. Ich finde das sehr, sehr schön. Es gab nicht so viel Resonanz dazu, ob das jetzt okay für euch wäre oder nicht. Ich habe mir gedacht... Maybe können wir Ende des Parts mal auf ein anderes Grundstück ziehen und ich würde dann halt irgendwie im nächsten Video machen, wo wir dann Speedbuild machen. Dass ich halt hier so ein bisschen was zusammenbaue. Ich habe keine Ahnung, wie man in Sims 2 vernünftig baut, wenn ich ehrlich bin. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, denn ja, vielleicht können wir dann ja dann auch vernünftig heiraten etc. Und danach... würden wir dann ja so langsam auch ans Kindermachen gehen. Ich bin sehr gespannt, wie das halt dann hier so wird. Dies, das, Ananas. Jo, die freue mich auf jeden Fall. Mein Lieber, wenn du hier schon irgendwas zu essen machst, dann warum nutzt du es dann nicht? So, was ist mit dir? Sprudelbad nehmen. Du hast deine Bedürfnisse noch nicht mal low. Aber naja. Und sie wünscht sich auch immer noch Welpen oder Kätzchen zu bekommen. Und die kann sie auf jeden Fall bekommen. Ich würde nur, glaube ich, erstmal umziehen, bevor das geschieht. I guess. Ich weiß auch nicht, ob es reicht, wenn man die dann einfach adoptiert. Oder ob man die dann... Oder ob man die halt wirklich bekommen muss. Also halt züchten. Aber wir versuchen es einfach. Wir kriegen auf jeden Fall irgendwelche Tiere. Also irgendein Tier werden wir uns auf jeden Fall besorgen. Talentorden Spielzeug Level Bronze. Ich weiß nicht, was das genau heißt, aber... spannend auf jeden Fall. Warum kommt der zu uns und nervt uns? Hallo? Warum? Das finde ich nicht in Ordnung. Unterhaltet euch doch einfach mal ein bisschen. Man kann da drin Techtelmechtel haben. Also, ich würde gern sehen, wie das aussieht, bin ich ehrlich. Sie geht noch nicht mal zu ihm, er kommt einfach von selber. Wow. Telepathie nenne ich das auf jeden Fall bei den beiden. Raoul ist jetzt auch on the going und sie ist gerade in den Schrank gegangen und wartet jetzt wahrscheinlich dort auf ihn. Ich weiß zwar nicht, wie genau die da reinpassen wollen, aber das ist nicht mein Problem, I guess. Gibt es überhaupt eine Animation oder... Ja. Ja, gibt es. okay. Aber das war jetzt nicht so spektakulär. Not gonna lie. Aber schön. Oh, Telefon. Die freuen sich, dass die Techtelmechtel hatten. Hey, Raoul, kann ich Romy sprechen? Ja, klar. Konstanze, einfach so eine Maus. Oh, war das das allererste Techtelmechtel? Ich weiß es nicht. Und er kann dann ja hier sein Zeug essen, was er sich gemacht hat. Ich liebe es einfach, dass man Sims 3 spielen kann, ne? Das ist... so cute, ich fühl's hart gerade, weil ich privat ja gerade relativ viel Sims 3 spiele. Ich fühle, dass er das spielt, nur ich selber stecke halt nicht die CD rein, weil ich kein Laufwerk mehr habe. Aber dafür hat man die Sachen ja auch dann digital. Ich denke, dass diese Folge jetzt nichts Besonderes großartig wird, also dass wir ihn vor allem halt versuchen, so ein bisschen an Geld zu kommen oder sowas. Weil ich halt am Ende der Folge halt schon an das Zeug kommen möchte, ne? Also halt an ein neues Grundstück. Ich hoffe, dass das Haus dann am Ende auch schön aussieht, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich das null hinkriege. Aber ja, ich gebe mein Bestes. Warum wollt ihr die ganze Zeit baden, Leute? Eure Hygiene und so ist doch gar nicht so niedrig. Warum die Fahrgemeinschaft kommt gleich schon? Mann, Mann, Mann. Was, er räumt es selber weg? Ich bin stolz auf ihn. Wir haben auf jeden Fall den richtigen Mann ausgewählt, sage ich mal. Zärtlich küssen. Oh, er macht das einfach automatisch. Cutie. Aber sie muss doch jetzt zur Arbeit, dachte ich. Ja, muss sie auch. Was machen wir mit ihm? Oh, er winkt ihr sogar. Süß. Diesmal. Boxen die sich hier schon wieder? Oh, es sind andere Leute diesmal. Rabea Fuchs und dieser Nils, der uns auch angedingst hat. Wow. Wow. Oh, und sie hasst ihren Mann anscheinend. Das ist ganz wild hier. Oh, und die quatschen. Na, super. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, ne? Also, wir fragen mal Rabea, ob sie mit uns abhängen will. Das wäre voll süß, wenn er so ein paar Freunde hätte. Weil Freunde sind ganz wichtig im Leben. Ja, ja. Eher einfach so komplett abseits. Naja. Ich habe eine Idee. Wir können ja auch diese Dinger hier fangen. Die kann man bestimmt verkaufen, oder? Weil je mehr Geld, desto cooleres Haus können wir dann kaufen. Weil, ne? Ich meine, die Party kostet wahrscheinlich auch Geld. Aber wir schaffen das schon. Wenn wir nächsten Part
umziehen wollen. Und dann eigentlich dachte ich, heiraten vielleicht auch schon im nächsten Part. Ich weiß, das ist sehr schnell, aber ich habe halt Bock irgendwie. Ihr habt nichts gefangen oder was? Nö, da steht es leer. Und versuch nochmal. Nach Schatzgraben? Ah, jetzt hat er eins. Diesmal lassen wir die nicht sterben. Wir verkaufen sie einfach direkt. Kann nicht gelöscht werden. Okay, ich kann es anscheinend nicht verkaufen. Ach, Manu. Diesmal kümmere ich mich vielleicht auch drum, wenn das in irgendeiner Form angeht. Also geht. Ich weiß es nicht. Angeht. Oh Mann. Ich wusste nicht, dass man nach Schätzen gräben kann, aber... Graben. Aber anscheinend geht das. Er hat irgendwas, glaube ich. Wow, ein Stein. Krass. Ein dekorativer Stein für drinnen und draußen. Wenn ich den jetzt hier platziere und dann in den Baumodus gehe und dann kann ich ihn verkaufen für 25. Woo! Wir sind schon fast reich. So, geh schlafen, mein Lieber. Weil ich glaube, das reicht für heute. Sterben die immer? Oder kann man denen auch helfen? Ich weiß es nicht. Das wäre halt irgendwie wichtig zu wissen. Oh, Romy ist sehr müde. Jemanden zur Gartenarbeit überreden. Auch wild. Ich finde es immer süß, dass sie sich dann so anschmusen und so. Das vermisse ich noch ein bisschen in Sims 4. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Oh mein Gott. Der Busch brennt. Okay, der Regen hat das anscheinend direkt gelöscht. Aber ist trotzdem nicht so geil. Raoul ist schon awake. Insekten aufspüren. Oh, die sind jetzt auf jeden Fall schon tot anscheinend. Die sterben anscheinend immer. Schade, Marmelade. Wanderung unternehmen, Vögel beobachten, Schmetterlinge fangen. Seit wann bist du so Naturtypi? Also, wollen wir mal gerade gucken, ob er so ein Naturtypi ist oder was da los? Okay, er hat Level 1 Natur hier. Toll. Banause ist er. Er kann über Natur reden. Er kann ja mal gucken, ob er Insekten aufspüren kann. Dann kann er meinetwegen auch Vögel beobachten. Er kann hier ruhig seine Wünsche erfüllt bekommen. Ist ja schon irgendwie süß. Und Sieße, was machst du da? Raoul hat Begeisterung für Natur entwickelt. Er kann jetzt Informationen zu diesem Hobby in der Zeitung lesen. Süß! Ein Dreihornkäfer. Aha. Heim und Garten. Kann er sich ja um den Garten kümmern, wenn wir später einen haben. Ich weiß nicht, wie man Wanderungen unternimmt, wenn ich ehrlich bin. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern wir das hinkriegen mit deinem Wunsch, aber... Oh, und sie muss sehr dringend pissen. Und das scheint kaputt zu sein. Sie hat gar keinen Mechanikpunkt, er hat 2. Na dann kann er das auf jeden Fall machen. Leonard Schreiber ist schon wieder hier und er repariert das, toll. Ich möchte gerade nichts mit dir zu tun haben, danke. Bin sehr froh, dass ich diese Bastelarbeiten-Aktivität ausprobiert habe. Bastelarbeiten-Aktivität, okay. Da kommt schon unsere nächste Rechnung. Die schauen wir uns mal an. Magda Spritzig. Okay. Läuft bei ihr. But she's pretty. Hallo, kann er bitte das hier reparieren? Das wäre super sweet. Und du bezahlst bitte die Rechnung. Und er macht dich erstmal Hawaii Toast. Süß. Er muss sogar gleich zur Arbeit. Mal schauen, ob er das in der Zeit noch schafft. Lavische müsste dann ja noch Level 1 oder so sein, ne? Oh mein Gott. Da kloppen sich schon wieder welche. Unsere Nachbarschaft ist hier... Ne? Also, ich mache mir ein bisschen Sorgen langsam. Die Allergiesaison ist eröffnet. Die Pollen fliegen. Oh Gott. Ich konnte leider nicht zu Ende lesen. Ich bin gespannt. Er ist auf dem Weg zur Arbeit. Schön. Werden die jemals aufhören, sich hier zu prügeln, ne? Ich schwöre, kann ich die Polizei rufen oder so? Für sowas? Ah. Und dann können wir ja mal die Essensvorräte prüfen. Weil das ist ja auch so eine Sache. Wir müssen da ja so ein bisschen drauf achten. Weil man muss ja schon einkaufen dafür, ne? Regelmäßig. Aber irgendwann kann man, glaube ich, dann nichts mehr kochen, oder? War das nicht so doof? Aktueller Stand 89. Och, das geht ja noch. Die könnte ja bald auch befördert werden. Vielleicht sogar heute schon. Das wäre sogar sehr, sehr passend für unser Vorhaben. Ich meine, sie schlägt sich ja auch ganz gut im Job, ne? Also, von daher hätte sie es auf jeden Fall auch verdient. Süße Hochzeitsreise buchen ist so cute, ne? Ich habe keine Ahnung, ob man dann, wenn man quasi eine Hochzeit feiert, ob man dann frei kriegt automatisch. Das wäre ja irgendwie gut zu wissen, ne? Bei Imagine so auf der Feier, auf der Hochzeit muss irgendwie einer von den beiden weg. Weil Raoul arbeitet ja tagsüber so. Ich meine, bei ihr wäre das ja eher dann nicht so das Problem, aber bei ihm halt. Deswegen, I don't know. Ich hoffe einfach, dass das klappt. Yeah, ein Sauberkeitspunkt. Das ist sehr gut. Das hat ja auch, glaube ich, noch gefehlt zur Beförderung, ne? Quatscht doch mal miteinander und dann geht sie einfach. Ach, ich dachte gerade, redet doch miteinander, Leute. Wie schön wäre das? Ach, süß. Ihr Mäuse.
Oh. Aha, und dann kommt sie und mit der redest du lieber, oder was? Hallo? Jetzt dreht sie sich wieder zu uns um. Und sie denkt sich auch nur so, hä? Sie hat keinen Bock auf uns. Schade, Marmelade. Da ist auch schon der Fahrdienst. Und er kommt um 22 Uhr nach Hause. Da ist Christopher schon wieder als Geist. Oh Gott. Ist so creepy, ne? Ein Happa-Rattenkäfig kaufen. Was soll das sein? Möppi-Auslauf. I don't know. Ich finde hier nichts dazu. Oh, ich habe die Schere gefunden. Mit der kann man sterben. Wieso gibt es ein Schiff? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt leider nicht schlauer geworden. Aber, keine Ahnung. Ich hinterfrage es einfach nicht. Ich kann auch nicht mal, wenn er ein Geist ist, auf ihn draufdrücken. Er wird, glaube ich, nie wieder funktionieren. Romy wurde befördert zur Krankenpflegerin. Du hast den Lehrgang erfolgreich beendet und trittst deinen ersten Job im Krankenhaus von SimCity an. Von nun an wirst du körperlich und geistig stark gefördert werden. Arbeite an deiner Logik und sei nett zu den Patienten, damit sie später in deine Praxis kommen. Romy muss ab sofort von 7 bis 14 Uhr arbeiten. Romy hat heute 499 verdient und hält einen Bonus von 998. Sehr schön. Sind sogar humanere Arbeitszeiten, bin ich ehrlich. Ist jetzt nur blöd, weil sie jetzt wahrscheinlich dann wieder direkt um 7 los muss. Zumindest war das letztes Mal, als sie befördert wurde, so. Aber egal, wir kriegen das hin. Ja, die Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Das ist nicht so gut. Sie möchte angeln gehen, okay. Und er darf erstmal ein bisschen Insekten aufspüren. So wie man das halt zwischendurch gerne macht, ja. Treffen sich dann aber genau nicht, ne? Er kann jetzt wandern gehen. Ah, man kann dann einfach hier das drücken. Okay, cool. Hallo, du hast dich entschieden, unsere neue Zeitschrift zu testen. Möchtest du das Naturmagazin bestellen? Ja, sehr schön. Wandern gehen. Man kann Leute mitnehmen. Na, dann machen wir das doch. Wir nehmen alle mit. Ich glaube, das ist so eine Rabbit Hole Interaktion, oder? Ja, ich glaube, die gehen jetzt gleich hier aus dem Bildschirm. Schade. Aber ja, ist okay. Hauptsache, ich habe seinen Wunsch erfüllt. Ist doch toll. Was ist das denn für ein Wunsch? Lernen, nicht auszurasten. Verhalten im Brandfall lernen. Was? Ein Seemannkäfer hat er auf der Wanderung gefunden. Toll. Ah, er hatte Angst vor dem Geist von Christoph, deswegen. Wie auch immer diese Dinge gehen. Ich habe keine Ahnung. So, er ist jetzt auch zur Arbeit. Sehr schön. Und Romy kommt dann gleich wieder. Und dann werden wir wohl schon mal ein neues Grundstück suchen. Süß, sie möchte jemanden einladen. Mega cute und so, aber ja, wir wollen erst umziehen, I guess. Neues Zuhause suchen. Ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert, was man wie mitnimmt. Aber ich möchte auf jeden Fall Downtown-Restaurant-Coupon, stimmt. Das kann man nicht da ins Inventar packen. Oh, das finde ich nicht gut, aber der war doch da schon mal drin. Haben wir nicht hier auch? Nee, hier hat man kein Inventar, glaube ich, ne? Ah, ich hoffe einfach, dass man die ganzen Möbel mitnehmen kann. Das wäre auch günstiger für uns. Ich würde ungern den PC verkaufen oder so, you know. So, und was geschieht jetzt? Kommen wir in den Ladebildschirm. Oder was? Wen wollen wir mitnehmen? Natürlich Raoul. Du möchtest die ganze Familie aussehen. Verwende das Familie umziehen tue in der Nachbarschaft. Ich bin gespannt, ob man dann Sachen mitnehmen kann oder nicht. Hä, ich finde nichts. Wie geht das? Man muss die Familie anscheinend in Katalog ablegen. Die persönlichen Besitztümer werden gegen Simoleons eingetauscht und die Familie verliert alle Belohnungen, die sie bisher erhalten hat. Warum? Warum darf man nicht einfach so ausziehen? Hallo? Naja, I guess wir müssen das machen. Naja, 27.000. Es gibt einfach nur ein leeres Grundstück, was wir uns leisten können. Nur dieses. Ich will aber nicht 2 Meter weiterziehen. Das lohnt sich auch nicht. Ansonsten würde ich halt hier sowas hier auch ganz süß finden. Und das richten wir dann irgendwie ein oder so zusammen. Also halt in einem Video. Jo. Ich schaue einfach mal. Mal schauen, ob wir jetzt irgendwas verloren haben oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Das wäre sehr schade. Aber wir können kein Kind kriegen in einem Apartment. Yay, Einzugssequenz. Och, aber das Haus sieht süß aus. Er bringt ihr ein Ständchen süß. Also auf jeden Fall, die Wünsche sind geblieben. Die Sachen aus dem Inventar sind geblieben. Also so ein paar Sachen sind hier auf jeden Fall auch. Oh mein Gott. Es ist halt ganz schön klein, ne? Man müsste auf jeden Fall noch was dran bauen. Also halt irgendwie hier oder so. Und dass dann da halt auf jeden Fall noch ein Kinderzimmer hinkommt. Ansonsten finde ich das eigentlich ganz cute. Einfach, dass man das dann noch irgendwie zusammen irgendwie dann umbaut oder so. Ein bisschen. Könnt ihr mir ja sagen, was ihr davon haltet. Also ich werde es auf jeden Fall machen. Aber ja, diese Sachen werden auf jeden Fall auch gespeichert. Das ist auch schön. Also es scheint jetzt nichts verloren gegangen zu sein. Das ist gut. Das finde ich supidupi. So, mit den beiden Mäusen beenden wir dann jetzt auch mal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.